So, hier ist keiner. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, ganz stark, ob ich die Magnum einfach mal gegen die Pumpgun eintausche. Wäre vielleicht nicht so falsch. Und vielleicht nehme ich dann doch mal ein grünes Kraut mit. Ich weiß es gerade nicht so richtig. Das ist die falsche Ecke. Hier drüben lag die Magnum rum. Ach Mann, das läuft ja wieder richtig schön hier. Da freut man sich wieder total. Okay, jetzt können wir die Farbbänder wenigstens auch da ablegen, wo sie hingehören. Und können uns die andere Wumme einpacken. Ja, nimm erstmal die Muni mit. Von mir aus, ist mir egal. Hauptsache, du nimmst auch die Waffe dazu mit. So. Jetzt muss ich aber nochmal kurz auf die Karte schauen. Wo haben wir denn hier eigentlich die verschlossene Tür? Die da war ja eigentlich von der anderen Seite verschlossen. Die kann es also eigentlich nicht sein. Muss ich mal so feststellen. Und ansonsten hatten wir noch nichts, wozu wir wirklich Zugang hatten. Na gut, lass einfach mal schauen. Ich meine, wir können ja eigentlich nur zu der einen verschlossenen Tür gehen. Auch wenn die von der anderen Seite verschlossen ist, aber vielleicht hilft es uns ja weiter, ich weiß es nicht. Okay, da sind wir wieder. Rebecca, dir geht's nicht gut, ne? Glaube ich. Nee, es macht doch keinen Sinn, ja eigentlich den Schlüssel anwenden zu wollen, weil er ist ja von der anderen Seite verschlossen, eben. Bin ich doof? Wir hatten doch ansonsten keine Türen weiter. Was ist das hier eigentlich? Ah, das können wir nicht bedienen, okay. So, ich sack doch mal ein Heilkraut mit ein. So. Nur für den äußersten Notfall, falls es jetzt irgendwie ein Gegner über den Weg läuft, damit ich nicht beim kleinsten Windhauch umfalle. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich weitermachen soll, weil es gibt nun mal gerade irgendwie nichts. Diese Klappe kann ich ja auch nicht bedienen, ne? Lass noch mal kurz schauen. Da kommen wir nicht durch. Das heißt, die unteren Ebenen können wir auch nicht besuchen. Hier oben gab es keine Räume, die zu öffnen sind. Hä? Bin ich bescheuert? Wo muss ich denn lang? Irgendwie check ich es gerade nicht. Hier drüben war ja nichts weiter, ne? Nee. Hm. Ich bin gerade echt verwirrt. Hier steht auch Elevator dran, also es geht wirklich zu einem Aufzug da. Ich check's gerade wirklich nicht. Ich finde ja diese Klappe im Boden so auffällig da direkt vor dem vor der Seilbahn. Aber mit der kann man ja nichts machen. Vielleicht gibt's aber irgendwo anders eine Bodenklappe, ich weiß es nicht. Wieso kommen Hunter eigentlich immer im Doppelpack? Kann mir das jemand erklären? Na komm, geht nicht hier. So, dann muss es ja doch irgendwie hier sein. So, hier ist sonst nichts weiter in dem Gang. Ich würde ja gerne mal die Aussicht in die andere Richtung da sehen. So, dann sind wir wieder hier und wissen immer noch nicht, was wir machen sollen. Vielleicht führt ja hier irgendwo ein Weg nach unten. Auch wenn es mir nicht danach aussieht. Können wir vielleicht hier irgendwas bedienen? Nö. Könnte ja sein, dass man vielleicht an irgendeinem Terminal den Schlüssel benutzen muss. Ja, das kennen wir ja schon. Ich bin gerade irgendwie, stehe ich total auf dem Schlauch. Was soll ich denn tun? Hm. Herrlich, wie sie sich durch die Gegend schleppt. Keine Ahnung. Was? Wofür ist der Schlüssel verdammt nochmal? Was ist denn das für ein Mist? Oh ja, du bist die Langsamste. Wo könnte man den anwenden, ist die Frage. Ganz ehrlich, wo könnte man ihn anwenden?
Da ich gerade total auf dem Schlauch stehe, schaue ich mich erstmal abseits der Aufnahme um und wir sehen uns dann gleich wieder. Vielleicht spiele ich auch die Stelle mit den Huntern nochmal jetzt gerade, einfach nur, damit es mir lebenstechnisch ein bisschen besser geht. Weil war ja nicht gerade die glücklichste Variante, wie ich das ja gemacht habe. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich dann vielleicht irgendwas gefunden habe. Mal sehen. Bis gleich. Und die Erleuchtung kam mir gerade quasi in dem Moment, in dem ich die Aufnahme unterbrochen habe. Das hier drüben ist keine Kiste. Es sah für mich halt bloß so aus. Ich habe einen schlechten Monitor zurzeit, muss ich zugeben. Sondern es ist eine Klappe. Deswegen heißt das Scheißding auch Klappenraum. Ja, und die Bodenklappe, die lässt sich wahrscheinlicherweise mit dem Schlüssel öffnen, nehme ich mal so an. Probieren wir das doch einfach mal. Was, das brauche ich nicht? Was? Okay, aber zumindest nehme ich mal an, dass wir diese Klappe irgendwie öffnen können mit dem Schlüssel. Vielleicht geht das ja hier an einem Terminal. Ich habe es jetzt auch nicht probiert. Es ist mir halt bloß der Gedanke gekommen, dass das gehen könnte. Deswegen habe ich jetzt auch gleich die Aufnahme wieder angefangen. Hab aber zugegebenermaßen trotzdem nochmal, wenn wir hier schauen, ich bin jetzt wieder bei Orange. Und habe trotzdem nochmal die Stelle jetzt nachgespielt, weil es waren bloß ein paar Minuten, die ich jetzt dafür gebraucht habe. Ein Bedienfeld, da ist ein Schlüsselloch. Ach, okay. Damit hat sich das dann geklärt. Schlüssel rein. Klappe auf wahrscheinlich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay. Das kam jetzt anders als erwartet. Ist aber auch in Ordnung. Damit kann ich genauso leben. Wir werden wahrscheinlicherweise die Klappe schon noch irgendwann ein andermal öffnen können. Zumindest war dieser Raum der richtige. Das ist ja schon mal schön zu wissen. So, oh Gott. Was zum... Was? Wir sind draußen? Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, wir sind irgendwo in einem... Ja, keine Ahnung, in einem Schacht halt. Gut zu wissen. Okay, hier oben sieht es sehr schnucklig aus. Ich nehme mal an, damit könnten wir den Aufzug bedienen. Ich will mir aber erstmal ganz kurz anschauen, ob es hier irgendwo was zum Einsammeln gibt. Da drüben könnte man vielleicht auch lang gehen. Weiß ich nicht. Okay, hier ist bloß ein Haufen Scheiß. Hier ist nur ein Haufen Scheiß. Probieren wir nochmal das hier kurz. Nee, nichts zu sehen. Zumindest auf den ersten Blick. Na gut, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen Aufzug fahren. Mal sehen, wo wir hinkommen. Ich ahne Schlimmes. Okay, doch nicht. Ich dachte schon, jetzt kommen irgendwelche Gegner hier angehüpft. Okay, wir sind im vierten Kellergeschoss, schätze ich mal. Ja, sind wir. Genau. Genau, dieser Raum kam mir nämlich bekannt vor von der Karte gerade. Also diese Form, besser gesagt, von dem Aufzug. Gut, und hier unten gibt es dann auch einen Durchgang zu dem anderen Aufzug, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Schauen wir doch mal. Okay, da drüben sieht es ganz großartig aus. Was haben wir denn hier? Ist das ein... Nee, ist keine Tür, ne? Das hier? Auf der Tür steht Sicherheitsraum. Hier brauchen sie nicht zu suchen. Das ist gut, dass du das weißt. Okay. Nehmen wir das so hin. Wo geht's hier hin? Hier brauchen sie nicht zu... Was hat sie denn? Die ist doch sonst nicht so schnippig. Sonst schaut sie sich doch auch immer alles an. Don't shoot! Enrico! You're alive. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful.
I never saw him again. Du hast's versaut. Du hättest ihm helfen können. Deine Schuld. Ein Aufzugsschlüssel. Okay, den nehmen wir gerne mit. Mensch, da haben wir Enrico doch nochmal gesehen. Diesen Bereich haben sie schon durchsucht. Was? Nein. Hab ich nicht. Na gut, okay, dann wenn du das sagst, sie ist irgendwie sehr schnippisch hier unten, habe ich das Gefühl. Dann gehen wir doch einfach mal zu der Tür, die wir hier noch irgendwo haben. Ist sie hier gewesen? Wartet mal, ich muss mal kurz auf den... auf die Karte gucken. Nee, die ist um die Ecke, okay. Dieser Raum verwirrt mich total hier, oder dieser Aufzug. Ah, hier, okay. Alles klar. Er funktioniert zurzeit nicht. Ja, wir müssen wahrscheinlicherweise irgendwo den Schlüssel einstecken. Die Frage ist, wo? Mal wieder. Hiermit wird anscheinend der Aufzug aktiviert. Da ist ein Schlüsselloch. Ah, okay. Haben wir das geklärt? Gut, dass ich das mal probiert habe. Es sieht nämlich nicht aus, als ob da ein Schlüsselloch wäre. Aber stecken wir doch einfach den Schlüssel rein. Gut. Noch irgendein Wiedersehen? Oh, kein gutes wahrscheinlich. What is that? Oh nein. Jetzt? Jetzt? Scheiße! Das ist doch nicht dein Ernst! Alter! Und ich hab nichts zum Heilen mit! Ach du Scheiße! What the fuck? Nicht hier! Nicht jetzt! Oh crap! Enrico! Hilfe! Oh shit! Oh nein, echt jetzt? Ich hoffe, der ist so langsam wie bei dem ersten Kampf bei Resident Evil 1. Ach du Kacke, was ist das für ein enger Raum? Oh! Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix! Wechsel die Kamera! Mann, 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 Mann! Was ist das denn? Okay, ich glaube, der Kampf wird jetzt nicht so anstrengend. Ich muss halt bloß aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Okay. Alles gut. Alles gut. Das war nur so ein Warnding mal wieder. Feierabend. Ja, den hätte ich jetzt auch gerade gern mit Rebecca. Schön, schöner Hintern. Eieiei, das war eine ganz blöde Stelle für den Kampf gegen den Tyrant, aber zum Glück war er genau wie bei Resident Evil 1 noch ein bisschen schläfrig. Ja, könnte man so sagen. Jetzt schnell nach oben. Mann, 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 hier ist was los. Okay, wählen Sie eine Ebene, wir haben jetzt also ein bisschen mehr Auswahl als vorher. Schauen wir uns doch mal Ebene 2 an, vielleicht? Okay. Ich sollte trotzdem irgendwann mal doch was zum Heilen suchen. Und dann stelle ich sich vor, ich wäre hier mit rotem Leben rein... Oh nein. Hier ist schon wieder was. Das klingt schon wieder nach Hunter oder sowas. So, jetzt muss ich mal ganz kurz noch nachladen. Wobei, es ist ein Schuss, komm, das kannst du dir auch schenken. Wo ist denn hier der Freund und Kupferstecher? Schön, dass hier so viel Munition rumliegt. Alter! Ach, shit! Ich habe die falsche Waffe in der Hand! Ah, nein! Nein, 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 nein! Verdammt, ich habe doch wieder auf die... Oh, ich bin so dumm. Und ich frag mich, warum es nicht funktioniert, ich Vollidiot. Oh Gott. Oh, das tut weh, das tut weh.
Tja, damit werde ich das wohl noch einmal spielen müssen. Wir sehen uns wieder, wenn wir uns erneut dem Hunter stellen. Bis gleich.